Hallo, grüß euch. Ich habe eine Anfrage gekriegt, und zwar von der Lea. Viele liebe Grüße an die Lea. Und zwar möchte sie gerne mal zuschauen, wie ich die Schnitzel paniere. An und für sich total einfach. Schnitzel sind gesalzen. Ich mache allerdings keine original Wiener Schnitzel mit Kalbfleisch, sondern ich nehme entweder eine Butte, Schweinefleisch so und so nicht, weil das esse ich nicht. Aber meistens nehme ich eine Butte. Und da habe ich ein Mehl. Dann habe ich zwei Eier. Und in die zwei Eier tue ich immer einen guten Esslöffel angeschlagene Sahne rein. Ganz leicht angeschlagen, dass sie nicht zu dick ist. Weil mir kommt auch vor, das macht es besonders flauschig. Ich hoffe, ihr seht es. Dann tue ich die Eier mit der Gabel, mit der Sahne verquirlen. So. Und die Brösel natürlich. Und das heißt, wenn eigentlich eine Panierstraße ist das. Dann nehme ich die Schnitzel, zuerst in Mehl. Aber bitte nicht zu viel, ein bisschen abklopfen, gerade dass sie meliert sind. Ich tue das Mehl ein bisschen abklopfen. Dann durch die Eier durchziehen. Und in die Brösel. Ich hoffe, man sieht es. So. So einfach ist das. Durchs Mehl. Das tut man, dass das Ei haften bleibt. Und das Ei tut man, dass die Brösel haften bleiben. Abbrennen lassen und tschack. Brösel braucht man dann relativ viel. Man kann das auch mischen mit Kürbiskerne oder mit Cornflakes oder mit Bankomehl. Das ist das thailändische Paniermehl. Das ist ein bisschen gröber, das ein grobes Weißbrot, nicht so ein feines. Das geht super gut, muss ich sagen. Das ist sehr knusprig. Das kann man ohne weiteres auch einmal nehmen. Und nicht immer nur normale Brösel, sondern einfach einmal ein bisschen was anderes. Und wer das Fett sparen will, der kann sie halt im Backröhrl machen. Obwohl ich sagen muss, wenn ich halt ein Schnitzel esse, ist sie ein Schnitzel und sonst esse ich halt ein gegrilltes Buttenfleisch mit. Weiß ich nicht, ob das sein muss, dass ich es dann mit im Backröhrl mache wegen Fett. Ich tue immer ein bisschen Öl in die Pfannen und tue mischen mit Butterschmalz. Am besten ist natürlich ein reines Butterschmalz. Tue ich auch manchmal, wenn ich genug da habe, dann tue ich es. Aber Butterschmalz ist natürlich vom Preis her wesentlich teurer als wie Öl. Und hat natürlich einen super guten Geschmack. Aber ich finde immer, wenn ich ein bisschen Öl rein tue und in Rest Butterschmalz, ist das der gleiche Geschmack. Ich sehe jetzt da nicht. Welten siege nicht dazwischen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich einen Haufen, ich mache das Butterschmalz selber im Thermomix und wenn ich es gerade frisch da habe und einen Haufen da habe, dann nehme ich auch mal nur Butterschmalz her. So, das ist jetzt gewesen, das Panieren. Ich muss jetzt sagen, normal, das schmeißt man das jetzt nicht weg. Aber bei der Butte bin ich sehr hakel und da schmeiße ich das weg. So genau kannst du es nie schauen, dass es genau berechnest, wie viel brauchst. Aber bei der Butte schmeiße ich es weg, weil das ist mir gefährlich. Ich räume das jetzt weg, stelle dann die Pfannen auf und wenn ich sie rausbach, dann zeige ich es euch noch einmal. Vor allen Dingen dir, Lea. Gell? Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder.
Ich habe jetzt da Öl drinnen und Butterschmalz. Jetzt schaue ich, ob es schon heiß genug ist. Wenn es Blaserl wirft, dann ist es heiß genug. Ich habe mir natürlich ein Ding hergerichtet, eine Küchenrolle. Da tue ich sie immer abtropfen lassen. Und wichtig bei den Schnitzel ist, dass sie schwimmen. Nicht mit dem Öl sparen, weil das wären einfach keine gescheiten Schnitzel. Und dann immer ein bisschen rütteln, damit das Öl auch übers Schnitzel geht. Und wenn es drinnen ist, dann schalte ich zurück auf 8. Ich habe 9 und dann schalte ich zurück auf 8, damit das nicht außen schwarz ist und innen noch roh ist. Schnitzel klopfen zum Beispiel, das tue ich überhaupt nicht. Ich finde immer bei Schnitzel klopfen, also ein ganz dünnes Blattl Schnitzel, das mag ich nicht. Ich lasse sie so, wie sie sein. Nur bei einem Cordon Bleu, das was ich fülle und das was doppelt ist, das tue ich auch klopfen, weil sonst ist das innen drin immer noch roh und außen schon fast schwarz. Da braucht man immer nur schauen, dass das Öl auch drüber rinnt, dann wirft es auch schöne Blasen, so wie es sein sollte. Einfach immer ein bisschen rütteln, damit das Öl übers Schnitzel drüber geht. Und wenn es auf der einen Seite braun ist, umdrehen und das gleiche wieder, dass immer ein bisschen ein Fett übers Schnitzel geht. Dann wirft es schöne Blasen, so wie es eigentlich sein sollte. Und bitte nicht zu heiß, sondern ein bisschen zurückschalten, weil sonst ist es außen schwarz und innen ist es immer noch rot. Wie gesagt, zuerst war ich beim Schnitzelklopfen, das ist so eine Sache. Manche schwören auf Schnitzelklopfen, ich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde immer, die werden trockener, aber manche sagen, sie seien mürber. Aber ich würde sagen, wenn man ein gescheites Fleisch kauft, dann braucht man nicht die Schnitzel klopfen, weil da sind sie von Haus aus mürb. Dann ein bisschen Zitrone drüber träufeln. Und ich habe heute einen Kartoffelsalat gemacht. Weil wir mögen das eigentlich zum Schnitzel am liebsten. Und entweder Preiselbeermarmelade dazu oder das Paprika-Chutney. Mein Mann mag nur das Paprika-Chutney. Ich mag auch ganz gerne hier und da Preiselbeeren, aber das ist Geschmackssache. Und wie gesagt, das ist alles gewesen, mehr braucht man nicht tun. Das bald einmal. Und durch die Sahne im Ei rein wird das ja besonders eine feine Panier. Das muss ich jetzt echt sagen. Ich habe das einmal zufällig gesehen irgendwo. Das ist eh schon fertig. Schaut sich gut aus, weil man die anderen braucht ja ein bisschen später aus. Dann bitte auf ein Küchenpapier, das ist ganz wichtig, weil das übrige Fett noch antropfen lassen. Ich richte es jetzt her mit dem Kartoffelsalat. Der Kartoffelsalat ist eh schon im Netz. Tue ein bisschen Zitrone drüber träufeln und das ist heute unser Mittagessen. Ich hoffe, Lea, ich habe da ein bisschen helfen können und lasst es euch schmecken. Wir lassen es uns jetzt auch schmecken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!